Hey Sveje, hallo aus Schweden. Zum fünften Mal findet der Eurovision Song Contest in dem Land statt, das 1974 mit ABBA grandios gewonnen hat. Erinnern Sie sich noch mit welchem Song? Richtig, mit Waterloo. ABBA hat darauf seine Weltkarriere aufgebaut. Im vergangenen Jahr gewann Loreen mit Euphoria für Schweden. Für die Weltkarriere hat es noch nicht ganz gereicht, aber immerhin in Europa war sie damit sehr erfolgreich. Sie war in Baku haushohe Favoritin. Dieses Jahr ist das Teilnehmerfeld ein bisschen enger. Wir zeigen Ihnen aber, wer in diesem Jahr ganz weit vorne landen wird, erklären außerdem, wer die großen Spaßkandidaten sind und natürlich, wo Cascada aus Deutschland am Ende landen wird. Bei den englischen Buchmachern und bei den Fans auf Platz 1 gehandelt wird Emily de Forest aus Dänemark. Ihr Song Only Teardrops ist eine Ethno-Pop-Nummer. Sie kommt auf die Bühne im Nachthemd mit Fransenhaaren und barfuß. Moment mal, barfuß? An wen erinnert uns das? Richtig, an Loreen im vergangenen Jahr. Emily legt aber Wert darauf, dass ihr Song Only Teardrops ganz anders klingt als Euphoria. Es kommen Blechflöten zum Einsatz, große Trommeln. Das Lied geht sofort ins Ohr, man kann es sofort mitsummen. Insofern hat sie beste Chancen auf den Sieg und ihr großes Vorbild, sagt sie, sind die Olsen Brothers. Sie erinnern sich 2000. Fly on the wings of love, fly baby fly. Ob der in ganz Europa ankommt, vor allem im Süden, wage ich nochmal zu bezweifeln. Falls Emily den Erfolg der Olsen Brothers wiederholen kann, haben die Dänen bereits angekündigt, für Partyalarm in Malmö zu sorgen. Denn dann werden bestimmt Hunderte, Tausende mit ihrem Auto über die Brücke rübergefahren kommen und für Stimmung sorgen. Eine der erfolgreichsten Teilnehmernationen war in den vergangenen Jahren die Ukraine. In diesem Jahr nimmt Slata Onewitsch, so heißt die 27-Jährige, teil. Die Gute hat Musik studiert, Gesang und behauptet von sich, sie könne deshalb so hohe Töne singen, weil sie unter Wasser immer die Luft anhalte. Nee, ist klar. Der Song Gravity erinnert an Disney-Musical. Nothing comes from love. Sehr getragen, sehr kitschig, sehr inszeniert. Mir persönlich ist das too much, insbesondere wenn die Chöre noch dazukommen. Es kann aber passieren, dass der Song bei den jüngeren Zuschauern gut ankommt. Disney-Musicals kommen ja immer bei jüngerem Publikum auch gut an. Zu Herzen geht er auf jeden Fall. Nach den komatösen Omas, die auf der Bühne Plätzchen gebacken haben, in diesem Jahr eine Ballade aus Russland. Dina Garipova heißt die 22-jährige Interpretin. Ihre Eltern sind Physiker, sie hat eigentlich Journalismus studiert und hat, oh Wunder, im vergangenen Jahr die russische Ausgabe von The Voice gewonnen. Ihr Song What If ist eine klassische Ballade, in der, wie soll's anders sein, es um die große Liebe geht. What if we Die Sache hat nur einen Haken, der stammt gar nicht aus russischer Feder, sondern da haben die Russen sich gedacht, welcher Song war im vergangenen Jahr besonders erfolgreich? Richtig, der schwedische. Gucken wir doch mal, was die schwedischen Komponisten sonst noch so am Start haben. Nichtsdestotrotz ist die Sängerin sehr gut, sehr präsent. Windmaschine aufgedreht für die größte Liebesgeschichte des diesjährigen Grand Prix. Die kommt aus Georgien. Interpreten sind Sophie und Nodi, ein Duett, das in Schmachtfetzen singt. Die spielen nämlich auf der Bühne das große Liebespaar. Um nur eine Textzeile zu nennen, deine Liebe fließt auf mich herab wie bei einem Wasserfall. Waterfalls heißt das Lied dann auch. Das stammt von Thomas Cheeson, dem Komponisten von Euphoria aus dem vergangenen Jahr. Ob diese Nummer Erfolg haben wird, hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Herzschmerz und Schmalz die Zuschauer ertragen können, denn ich sage Ihnen, es triebt nur so. Der große Vorteil des Songs ist, erstens, Duett kommt immer gut an. Zweitens, Liebesgeschichte geht zu Herzen, kommt auch immer gut an. Und drittens, die beiden sind Stars in ihrer Heimat und können gut singen. Deswegen bringt er alles mit, was einen guten Eurovision Song Contest Song ausmacht. Und am Ende könnte der wirklich ganz vorne landen.
Auf welchen Song sollten Sie noch achten? Auf den aus Griechenland zum Beispiel. Da stehen nämlich Jungs im Shotmog auf der Bühne. Die tanzen keinen Sertaki, sondern zu Ska-Klängen. Alkohol is free, heißt es bei denen. Das scheint offenbar auch das Motto zu sein, denn ähnlich wirken sie auch, als ob sie öfter mal einen über den Durst trinken. Cosa Mostra haben sie sich getauft, in Anlehnung an die italienische Cosa Nostra. Ob sie mit ähnlichen Methoden auch den Grand Prix erobern werden, entscheiden letztlich sie. Spaß macht's auf jeden Fall. Meine beiden persönlichen Favoriten sind zum einen Krista Siegfrieds aus Finnland. Die singt Marry Me Ding Dong und ein Lied, in dem Ding Dong vorkommt, muss auf jeden Fall in meiner Top 10 List sein. Sie klingt ein bisschen wie Katy Perry, der Song geht sofort ins Ohr, man kann ihn mittanzen, einfach wunderbar. Zum anderen Ryan Dolan aus Irland. Der singt Only Love Survives. Entdeckt wurde der 27-Jährige auf YouTube, also ähnlich wie Justin Bieber, nur dass er ein bisschen älter ist. Trotzdem haben die Plattenbosse gesagt, der ist uns einen Vertrag wert und haben ihn auch gleich zum irischen Vorentscheid geschickt, wo er erfolgreicher war als alle, die als Favoriten gehandelt wurden. Man muss sagen, besonders gut live singen konnte er damals noch nicht, vielleicht übt er noch ein bisschen bis zum Finale in Malmö, aber er hat den Song selbst geschrieben und ich finde, das sollte auf jeden Fall belohnt werden. Und wo landet Deutschland mit Cascada am Ende? Viel Spott und Hohn musste Nathalie Horler, die Sängerin, ertragen. Erst wurde über Clyde gelästert, dann wurde behauptet, Gloria sei ein dreister Abklatsch von Euphoria. Tonight we can be Allerdings, wenn man mal genauer hinhört, könnte man genauso gut sagen, naja, es ist eine Kopie von Swedish House Mafia, von David Guetta, von allen Dance-Pop-Nummern. Aber Cascada waren schon in ganz Europa erfolgreich. Egal, wo sie hinkommen, ob nach Großbritannien, ob nach Skandinavien, nach Südeuropa, die kennt jeder, denn die war überall schon mit Evacuated Dancefloor in den Top-Charts. Die Nummer, eine Dance-Nummer, Glorious, sticht eben auch aus diesem ganzen Balladenbrei heraus. Deswegen hat sie am Ende gute Chancen, viele, viele Punkte einzusammeln von denjenigen, die keine Balladen mögen. Außerdem kann Nathalie fantastisch live singen, die hat eine gute Bühnenpräsenz. Und wenn sie dann in Malmö noch ein anderes Kleid anhat, als das, was sie beim deutschen Vorentscheid in Hannover anhatte, warum soll es dann am Ende nicht heißen, 12 Points for Germany?